Hoff und Storch. Die AfD hat heute den Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ins Parteiprogramm aufgenommen und hat sich dagegen entschlossen, zu differenzieren zwischen politischem Islam und dem Islam insgesamt. Welches Signal sendet das an die Muslime? Wir haben genau zu dem Punkt vorher gesprochen. Ich habe unmittelbar vor der Abstimmung gesagt, dass wir dieses Wort, wenn wir das in das Programm hineinnehmen, es nicht heißt, dass wir nicht differenzieren. Wir differenzieren zwischen dem Islam in seinen meisten Auslegungen und in seinen meisten Auslegung hat der Islam einen politischen Herrschaftsanspruch und dem individuell gelebten Glauben. Das ist etwas, was wir auseinanderhalten, denn wir sind uneingeschränkt für die Religionsfreiheit und für die Ausübungsfreiheit der Religion und des Glaubens und des Bekenntnisses. Insofern ist es kein Antrag gegen Muslime, sondern es ist eine Aussage zum Islam. Die gleiche Aussage hat Volker Kauder 2012 auch schon gemacht. Und es sind, wie Sie vielleicht verfolgt haben, einige Anträge, die diese Thematik verschärft hätten. Alle abgewiesen worden. Das heißt, wir haben keine Verschärfung in dieser Thematik gehabt. Wir haben kein Moscheeverbot. Alles, was man uns vorher hineinreden wollte, diese Dinge sind nicht gekommen, sondern wir haben unterschieden zwischen politischem Islam und dem gelebten Islam. Gleichwohl in der Überschrift steht der Islam als solcher. Aber so hat die CDU auch geredet. Ich glaube, man darf uns diese Differenzierung, die wir im Sinne der Glaubensfreiheit machen, nicht absprechen. Ihr Kollege und Europaabgeordnete Markus Pretzell hat hier auf dem Parteitag gesagt, er würde sich dem ENF, dem parlamentarischen Block, dem auch die französische Front National angehört, im Europäischen Parlament anschließen. Wie weit rechts positioniert das die AfD? Wir haben im Europäischen Parlament drei Parteien, die einen großen Konsens haben. Sie wollen nicht die Ever Closer Union, also die immer enger werdende Union. Das sind drei Fraktionen, die im Wesentlichen dafür eintreten, dass wir die Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten erhalten, dass wir die Souveränität auf der Ebene der Mitgliedstaaten belassen. Das ist die Fraktion der EKR, in der wir beide Mitglied waren. Das ist die Fraktion der EFDD, in der ich jetzt Mitglied bin. Und das ist auch die Fraktion der ENF, der er jetzt beiträgt. Denn der gemeinsame große Nenner ist, wir wollen in den Mitgliedstaaten die Souveränität erhalten. Und was dann die einzelnen Mitgliedstaaten sonstigerweise machen, geht uns dann ja nichts mehr an, weil wir dann wieder souveräne Staaten sind, die nicht auf ein echtes politisches Bündnis, also einen Bundesstaat oder Zentralstaat hinsteuern. Und gut, er hätte jetzt noch die Option gehabt, zu UKIP zu gehen. Die differenzieren und grenzen sich ja deutlich von Marine Le Pens Partei ab. Es ist eine Frage, wie man die Gruppen versteht. Und das sind tatsächlich ziemlich lose Bündnisse mit sehr vielen Parteien aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern. Das ist nicht eine Koalition oder eine Fraktion, wie wir sie im Bundestag haben zwischen CDU und CSU oder ansonsten ja nur die SPD-Fraktion oder die Grüne-Fraktion, also Mitglieder aus einem Land und einer Partei. Das ist sehr viel bunter, sehr viel breiter. Man macht sich keineswegs gemein mit allen Positionen aus allen Parteien, aus allen Ländern, sondern wenn man sich fokussiert auf den Gedanken, wir wollen die Souveränität der Mitgliedstaaten erhalten, wir wollen nicht mehr Souveränität abgeben, im Gegenteil, wir wollen Souveränität in Mitgliedstaaten zurückholen, dann hat man einen breiteren Konsens über mehrere Fraktionsgrenzen hinweg. Und wenn man den Fokus darauf legt, muss man sich eben keinesfalls gemein machen mit allen Personen, aus allen Parteien, aus allen Ländern. Das muss man sich nicht zurechnen lassen.